Aber so wie es aussieht, scheint das zu klappen. Macht's einfach sagen. Also ja, wenn, auch wenn es ein bisschen Minecraft-mäßig aussieht, was wir hier gerade machen. Aber irgendwie müssen wir uns ja behelfen, weil sonst werden unsere Rohstoffe knapper. Das ist Schattenwurf, oder? Ja, das ist Schattenwurf. Also wenn ihr da guckt, seht ihr die Farbunterschiede. Das ist der Schatten von diesem Berg. Ah, cool. Weil wahrscheinlich da die Sonne gerade aufgeht. Muss ich nämlich zugeben, ich habe in dem Spiel noch nie so wirklich auf Schatten geachtet. Zu viel des Guten. Hey, wir sind über die Hälfte an Punkten, die wir brauchen, an Energie, die wir brauchen für den nächsten und letzten Projekt voran. Also nochmal kurz gucken. Flettentask. Können wir wie lange machen? Ich glaube 16 Felder. Das heißt, wenn wir wirklich jeweils ein Erdfeld freilassen, 14 Felder. Aber erstmal machen wir hier drüben fertig. Das dauert ja auch noch ein bisschen. Wobei man merkt, dass es etwas kleiner ist, weil es geht doch etwas schneller als hier drüben. Bis man das mal auf der Übersichtskarte noch sieht, wo mal ein Berg
Berg hier war. Und auch hier sieht man das noch ziemlich gut. Aber nur noch eine Ebene und wir sind das hier los. Wir haben aber auch gut Steine verbraten, wenn man sich die Lagebestände ansieht. Und ja, sieht irgendwie okay aus, wenn man es so betrachtet. Auch wenn da eine Lücke, eine ganz kleine Lücke ist zwischen der Erde und den Pfeilern. Aber das haben wir dann schon mal auf die wir erreichen wollen. Das heißt, ich kann einen neuen Bauauftrag geben. Den Dingern hier. Und ja, da können wir auch ruhig ein bisschen verschwenderischer sein. Ganz bis zum Rand natürlich. So, drei vom Rand bleibt mir weg. Fünf. Zehn. 14, oder? Fünf. Ups. Fünf. Fünf sind 10. 14, ja. Okay. Unpraktisch. Vor allem Ding, weil wir das nicht so einfach machen können. Machen wir es doch ein bisschen anders, da sind wir nicht ganz so verschwenderisch. Ja, hier sind die auch schon wieder fast fertig.
gehen wieder jede Menge Ressourcen über den Jordan. Oh, hier sind sie auch wieder fertig. Wie kann ich die am besten schieben, ohne dass ich auf und abtrage? Ist ein bisschen doof, dass es da nur eine Kante ist. Wobei, die sieht ziemlich gerad aus. Machen wir doch mal kurz den Test. Nein, ich kann ihn da reinbauen. Ein bisschen doof. Oh, wie nett, du hast du selber eingesammelt. Und wieder Leute, die nur die Hefte einsammeln.
Hier passieren auch wieder komische Dinge. Mann, wenn wir uns überlegen, wie lange das noch dauern wird, diesen Berg abzutragen. Und dann noch das ganze Plateau. Da haben wir viel vor uns. Sehr, sehr viel. Und hier etwas breiter ziehen. So, du machst da mal ein bisschen weg. Das war zu viel des Guten. Nicht flat. Bobby. Aufhören soll, dass er bei 10 war. So. Ich würde aber sagen, wir speichern jetzt hier erstmal wieder. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.